Wir haben die kleine Schanze besetzt, direkt im Anschluss an die große Demonstration von Solidarité sans frontières am Samstag. Das ist alles sehr schnell gegangen. In etwa einer Stunde haben wir hier eine Zeltstadt aufgebaut und mit komplexer Infrastruktur, und das funktioniert eigentlich alles wunderbar bis jetzt. Wir sind bis jetzt geduldet und das finde ich wirklich super. Die Stimmung ist auch sehr gut. Und ja, wir haben gestern Abend eine gute Stimmung hier gehabt mit Musik, Konzert. Es ist bis jetzt super. Also das Ziel der ganzen Übung ist, die kollektive Regularisierung zu einem politischen Thema zu machen. Kollektive Regularisierung heißt eine Aufenthaltsbewilligung für Menschen ohne Papiere, und zwar nicht individuell, sondern als ganze Gruppe. Und wir finden, das konnte ermöglichen, dass die Betroffenen ins Lebenswürde hier, eine Lebenswürde hier haben, und das auch wäre gut für die Schweizer Gesellschaft. Dieser Protest wurde von verschiedenen Kollektiven und verschiedenen Kantonen organisiert. Und wir finden hier Bern ein bisschen zentral. Und wir haben gemeint, wir machen die Aktion hier in Bern. Wir sind Menschen mit und ohne Papier, die hier das besetzen, die uns alle in diesen Kollektiven engagieren oder die einfach in den Notunterkünften leben und jetzt mit uns hier sind, um gegen diese Politik zu protestieren. Es ist so, dass viele Leute Angst haben. Wir sind jetzt auch das erste Mal nicht in einer Kirche. Die Kirche, das ist, kann man noch besser, gilt noch mehr als gesicherter Ort, als einfach einen öffentlichen Platz zu besetzen. Wir werden jetzt aber nochmals mobilisieren, also das läuft bereits, dass wir in den Städten nochmals Leute mobilisieren. Und es sind doch auch so, sind sicher 40 bis 50 Flüchtlinge hier. Wir haben alle immer Angst von politischen Aktionen. Und das muss man wirklich langsam, langsam bearbeiten, bis die Leute sagen, ja, ich bin jetzt bereit, öffentlich meine Probleme zu erzählen. Sie haben immer Angst, weil immer mit der Polizei konfrontiert zu sein, ist eine Gefahr von Ausschaffungen oder Gefängnis. Für mich, ich habe keine Angst, wegen ja, ich kämpfe für mein Leben, meine Menschenrecht. Es ist nicht ein krimineller Akt, wenn ich komme dort und erkläre Leute über meine Probleme oder ich erkläre die Regierung über meine Probleme. So, wegen das, ich habe keine Angst vor der Polizei. Ich lebe seit 7 Jahren, 8 Monaten hier in der Schweiz, als abgewiesener Asylsucher. Und ich habe immer gearbeitet, bis 2008, als die neuen Gesetze in Kraft getreten sind. Und dann sollte ich in den Notunterkünften gehen. Und seitdem lebe ich im Notunterkunft. Ich darf nicht arbeiten, ich darf nicht die Schule besuchen. Seit 3 Jahren bin ich illegal. Ich habe Asyl gesucht. Aber mein Asyl war abgelehnt. Und seit 2007 bin ich illegal in der Schweiz. Ich wohne in Uster.
Und in diesem Bunker gibt es, in einem Zimmer gibt es 30 Personen, in diesem kleinen Zimmer auch vielleicht, wenn wir, wir bekommen 10 Franken Migros-Gutscheinkarte täglich. Und für uns, wir finden, ist nicht so, ist nicht genug. Weißt du, ich kann nicht zahlen für mein Essen, kann nicht zahlen für Billette, für Mobilität in der Schweiz, in der Stadt. Ich versuche immer zu unterstützen, Leute, weil die Probleme dieser Leute hat so viel Angst. Und schauen nicht, die anderen haben die gleichen Probleme. Die Leute sollten zusammenarbeiten. Und schauen, das ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern es ist ein politisches Problem. Also einzelne haben wir keine Chance, etwas zu bewegen. Also einige Leute können schon eine Lösung finden, aber für die anderen Leute wird keine Lösung. Das ist mir schon 2 Jahre in der Schweiz und ich bin jetzt 1 Jahr schon illegal und ich nur nehme Nothilfe und ich habe keine Krankenkasse und ich kann nicht wieder in Irak. Und ich habe jetzt in diesem Moment ich habe Fußschmerzen und ich gehe bei Arzt und sage, es tut mir leid, hast du keine Krankenkasse. Ja, mache nicht. Ich brauche das etwas für mich machen. Ich kann nicht so leben. Und ich kann nicht gehen wieder im Irak. Alles, was wir machen hier, wird in eine Vollversammlung entschieden. Und wir sagen dort, wir machen dort unsere Arbeitsgruppen und jede Arbeitsgruppe übernimmt eine bestimmte Arbeit. Also wir haben uns überlegt, dass eigentlich es wichtig wäre, dass die Diskussionen um ein Recht, hier die Besetzung aufrechtzuerhalten, dass das nicht nur darum geht, ja, wann geht ihr, wann und wie lange bleibt ihr, sondern man müsste das mit politischen Inhalten koppeln. Also dass eigentlich es um die kollektive Regularisierung geht und nicht darum, bleibt ihr bis Dienstag oder dürfen ihr erst am Donnerstag hier wieder normal funktionieren. Wir haben von den Behörden bis jetzt gehört, dass wir bis Montag hier toleriert sind. Weiter wissen wir noch nichts genau. Aber es ist klar, dass wir bleiben wollen.